So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ja, wir haben die Steuerung für zwei Spieler, denn ihr hört's an der Audio, ich bin nicht allein. Du bist niemals allein. Ja. Du musst bloß ein bisschen lauter reden, das... Niemals! So. Allein. Guck mal vor. So. Ich nehme natürlich The Forgotten. Pause-Menü nicht. So, join rein. Ich hoffe, es tötet uns nicht instant. Lilith. Ich glaube, ich nehme Classic SSC. Okay, du hast jetzt auch eins von meinen Bone Hearts bekommen. Falsche Tasten. So, mit Controller spielen finde ich auch sehr schwer. Möchtest du vielleicht in den Curse? Ja. Resistance ist gut. Teleportierst du uns raus? Wie? L1, glaube ich. Welche war? Ja. Okay. Müssen wir uns merken, welche Tasten wir hier benutzen. Oh Gott. Gesundheit. Danke. Möchtest du das vielleicht, dass du auch noch ein rotes Herz dann kriegst? Und hol uns mal... Oh, ich kann den Schlüssel auch so holen. Okay. Hier ist nicht, du bist ein Geist. Das hättest du nicht tun sollen. Was? Ich bin einfach nur gelaufen, sorry. Was ist passiert? Du hast Number One eingesammelt. Ich bin dieser Sam. Was mach ich jetzt? Naja, zum einen hast du den gelben Brimstone, zum anderen musst du extrem aufpassen. Weil ich glaube, dein Schaden ist sehr gesenkt. Nein, ist doch drin. Okay, dann ist gut. Gegner sterben, dann ist es gut. So, ich auch. Oh. Du solltest nicht auch. Nimmst du das? Also ich meine, das Herz-Item, doch nimm du auch, das ist Ranger. Ey. Was? Ich wollte gerade meinen Ranger ausprobieren. Achso, Verzeihung, kannst du ja jetzt auf der Ebene. Oh, ich auch so ein Knochenherz. Ja, weil du von mir das Herz übernommen hast. Okay. Oh Gott, ich brauch mal wieder einen Helfer. Und ein Item. Das war rechtzeitig. Rechts. So. Resistance heben wir uns auf. Gucken wir mal, bevor wir hier hinkommen. Assassin. Ah, mein eines Herz ist weg. Das ist schlecht. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Oh, bleib bitte über den Stein. Ich will auch cool sein. Ich kann ein Spiel hoch. Ja. Vorsichtig. Wir wollen gar nicht mehr weiter rum. Holen wir uns dann. Oh, nein. So, hier überlasse ich den Hauptteil der Arbeit hier, damit ich draufgehe. Du hast bisschen mehr Herzen als ich. Ich hau bloß ab und zu mal zu. Okay. Den nehme ich bitte. Ich bin schnell. Das bist du. Klapp, 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 klapp. Dein Brimstone macht die Arbeit deutlich leichter, aber wir müssen uns halt die Items teilen. Das macht es schwerer. Ja. Vorsicht! Aua. Die explodiert. Die schwarze explodiert auch. Würde ich doch nicht. Ah. Ja, da ist mein Herz wieder weg und. Deins auch so ziemlich Lost Fly ist egal. So, hier dürfte der Geheimraum sein. Hiermit legt man Bomben. Super, der hat uns ja auch so viel gebracht.
Deinen Rücken hat er uns gebracht, okay. Ja, klapp ruhig ein bisschen ab. So, Problem ist, das sieht sehr, sehr schlecht für uns aus. Du darfst keinen Hit kassieren, bis du ein rotes Herz findest. Ich darf eigentlich überhaupt keinen Hit kassieren. Oh, jetzt sind wir beide noch. Foxy stürzt ab. Foxy! So, hoffen wir hier drin finden wir. Okay, was macht der denn 2? Ah. Würde so aufhören rauszugehen. Tut mir leid! Okay. Sammeln wir das rote Herz da auf. Ich hab schon Herz eingesammelt. Okay. Halte die Luft an. Soll ich vielleicht auch anfangen mit? Ich bin dein Bodyguard. Fürchte dich nicht. Warum kriegen wir noch Fliegen? Naja, wenn wir noch eine kriegen, wenn, oder wenn ich noch eine kriege, werde ich zur Welt zu buchen. Oh nein. Geist, du kannst Geist werden, ne? Ja, ja, aber ich habe auch als Geist kaum noch Leben. Und ich weiß, ah, so werde ich ein Geist. Okay, hier bin ich safe. Du erledigst den Rest. Ich bin gerade fast da reingekommen. Ah, ich sehe jetzt. Ja, weil ich da in der Ecke hänge. Ich sitz fest. Ah! Eine Pille, ich nehme sie. Okay, nimm du sie. Lack ab. Ja! Oh! Die Lost Fly hat sich gut drum gekümmert. Und mein Knochenkörper lebt wieder, da war noch eine Münze. Holen wir uns gleich. Ich versuche den, der explodiert, zu treffen. Aber ich treffe ihn nicht. Lauf! Warte mal, wir gehen mal in den Shop. Willst du vielleicht das Spirit Heart haben? Dann kaufst dir. Weil wenn ich's kaufe, wird's mein Geist. Wollen wir nicht die Leiter haben? Nee, wir können beide im Notfall fliegen. Okay, so runter. Ja, ich wollte das Geld, was da noch lag, holen. Ja, aber zum Leben. Wir leben auch so gut. Also ich bin tot. Ich bin ein Dämon. Perfect Couple. Okay, den hast du angeschlagen. Hast du die Fliege auch getroffen? Nein, die gehört zu uns. Ah, mein eines noch lebendes Herz ist voll. Weiß nicht, wir haben noch einen Lauber drauf. Wir waren noch nicht im Item Room. Den brauchen wir noch und hier könnte ein Secret Room auf uns warten. Ah! Egal, die Chance, dass da ein Secret Room ist, ist auch sehr gering. Wir haben diese Fliege. Sie kann uns zeigen, wo das Secret Room ist. Nee, nee, das ist die Lost Fly. Okay. Die zeigt uns gar nichts. Oh nee. Die Rule Card. Ich panik. Ja, wir sind auch weitestgehend tot. Waren wir doch schon im Item Room? Ich glaube, wir waren schon im Item Room. Ich glaube. Ja, waren wir. Ja, stimmt, da hast du gefliegen. Ja. Okay, hier ist kein Geheimraum. Da ist auch keiner. Hier könnte einer sein. Ich sterbe einfach. Nee, nee, wir sterben nicht. Ja, ich habe ja nicht gesagt wir, sondern ich. So. Ich sterbe alleine. Nein, du stirbst auch nicht alleine. Wir schaffen das. Wo geht's?
Ja, wir könnten die Blue Map mitnehmen, dann sehen wir zumindest Geheimräume. Und im Super Secret könnte ja noch was sein, was uns hilft. Zum Beispiel ein schwarzes Engel. Herz für dich. Ja, der würde uns... Ah! Ich renne natürlich direkt ins Feuer. Okay, jetzt Vorsicht, dass wir nur das rote Feuer zerstören, oder das Gesamtfeuer, ohne alles gleich auszulösen. Meine Kiste. Warte, ich bring dir die andere auch noch. Oh, what? Oh ja, Tammy's Head ist für dich richtig gut. Wenn du das einsetzt, kannst du einen Gegner im Prinzip sofort töten. Warum das nicht so gerutscht, ja? Löse ich das aus, warte mal. Wir können es nicht mehr aufladen. Ah! Ich glaube, du löst es hier hinten auf. Und dann auf den Gegner zurennen und ihn mit deinem Brimstone umbringen. Ich hab nichts! Wo rennst du denn? Versuchen nicht zu sterben! Ach Mist, jetzt muss ich ja im Sacrifice Room wiederbeleben, ne? So, Resistance! Ich meine, wenn es halt, wenn du rausgehst. Long live the Resistance! Du haust ihn einfach mit einem Knochen. Ein Tester. HP ab. So, und jetzt testen wir mal. Ja, da wo ich gesagt habe, hättest du einfach einsetzen müssen. Ich hab doch gedrückt. Hm. Ja, ich hab beide gedrückt. Ja, eins hätte gereicht. Ja, dann bist du weggerannt und nicht durfte sterben. Lebe ich hier? Lebe nicht. Nein, aber wir können dich wiederbeleben, wenn wir einen Sacrifice Room finden. Ich bin grün. Wir kommen da nicht rein. Würdest du bitte da drüben die Dings... Achso, kannst du gar nicht, ne? Ja, ne? Danke, ich bin tot wegen dir. Das selber machen. Ups, das war die falsche Taste. Und ich beleb dich ja wieder. Das stirbst du. Ja, es ist halt nicht so leicht am Leben zu bleiben. Ich bin der eine Player One weggeht und ich dann nicht mehr sehe, was auf mich zukommt. Ich musste ausweichen. Ihr habt alle gesehen. Ich musste auch ausweichen. Aber ich weiß nicht wohin. Und Tammy's Head hättest du geschafft. Ich hab den ja gemacht, glaube ich. Nee, hast du nicht. Das hätte man gesehen. Hab dich gesehen, aber nicht. Ah! Vaginale Fliegen! Die heißen wirklich so. Aber die kann man mit dem Knochen verprügeln. Ach man, du Ekelpaket! Es ist halt so, ich kann doch auch nichts dafür! Verprügel Vaginale Fliegen mit seinem Knochen, ja. Was kann ich das dafür, dass das Spiel ist, wie es ist? Ja, sammelt die Atmosphäre. Dann ist perfekt. Warum? Jetzt ganz noch. Jo. Aber immerhin haben wir das Ding nicht verloren. Noch ein Gegner. Bringt uns in irgendeinen zufälligen Raum. Vielleicht bringt es uns in einen Sacrifice Room. Mitten auf die Staffeln. Das ist kein Sacrifice Room. Allergie oder weil wir keinen Sacrifice Room finden? Und ich möchte dieses Wort nicht noch mehr sagen. Sacrifice Room. Sacrifice Room. Warum? Ich bin dagegen. Bitte. Zählt leider nicht. Lebe ich wieder? Ich bekämpfe dich. Weiter so. Ich kann über den Abgrund schlagen.
Stirb, 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 danke. Warum hängt's jetzt? Es leckt! Nein! Nicht die Zuschauer und vor allem die mir ins Ohr schreien, bitte. Liegen Kilometer unter dir. Ich hab's aber trotzdem sehr laut gehört. So, gucken wir mal, vielleicht haben die ein Herz für mich. Und ich darf ich mal existieren? Ich würde ja, aber ich finde den Raum nicht. Da ist ein Geheimnis. Da ist jetzt ein Engel, dann besiegen wir Satan. Bin schon froh, wenn ich an dem da vorbeikomme. Schlag dir den Schädel ein! I don't give a damn. Dass ich gerade explodiert bin. Ja, du bist ja ein toter Dämon. Etwas tot. So, versuchen wir einfach den Teleport nochmal, würde ich sagen. Das war die falsche Taste. Regenbogenkacke! Heben wir uns auf. Wenn ich wieder angeschlagen bin. Und wir wissen alle, dieser Moment wird kommen. Jetzt. Ich töte dich, wenn du stirbst. Alle Spinnen. Bei den Spinnen. Ja, ich habe so ein kleines Problem mit Spinnen. Wieso denn? Sie sind böse. Ist das nicht schon? Nee, ich habe einen Mystery Sack. Jetzt habe ich auch noch einen Sack full of Pennies. Ich darf nicht mehr existieren. Doch, wir finden den Raum. Also durch! Komm, ich habe nur ein halbes Herz und dann krieg ich einen. Wow. I'm exit! Hier ist aber eine Vollaufladung, das heißt, wir können uns auch aus diesem Raum wieder raus teleportieren. Und die Stars, damit kommen wir sogar direkt zum Item Room. So, bist du bereit? Ich bin tot! Ja, da warst du schon, ne? Ja. Aber wir kriegen dich bald wieder ins Leben. Ich bin mir sicher, hier irgendwo. Au. Au. Okay. Machen wir es einfach so. Das ist viel sicherer. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Irgendwo muss es doch einen Sacrifice Room geben, in dem wir dich wieder ins Leben zurückholen können. Wie bist du was denn? Für die Map? Ich fürchte, das hat sich geändert. Weil wir ja jetzt mit Controller spielen. Auf der nächsten Ebene bestimmt. Und gerade bei dem hätte ich deine Hilfe ziemlich nötig. Ich mag den nicht. Ich mag den anderen. Der verdeckt ist. Drücke nur die falschen Tasten. Ich wollte mich in einen Geist verwandeln. Weil die es nicht mitbekommen haben. Warum auch immer. Warum könnte man wohl nicht mitbekommen, dass ich mich in einen Geist verwandeln wollte? Hat ich es nicht hingekriegt. Flieg im Kreis. Ja, ja, müssen wir aber weitermachen. Ja, die Bombe hat ja ordentlich Schaden angerichtet. So, du bekämpfst am besten einfach gar nichts, sondern machst einfach so weiter wie bisher. Nein, 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 nein. Ja.
Au. Au. Das ist blöd, meine Leine hält mich hier fest. Kannst du nicht mal von der Lost Fly getötet werden oder so ähnlich? Ich denke mal, das ist ein Nein. Will er nicht. Aber eben hat er von der Lost Fly ordentlich kassiert. Da! So, komm, du bist schon tot, du hast kein Leben mehr. Danke. Ich habe ihn gefinisht. Das hast du. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wiedergeburt! Glaubst du, bin ich? Das könnte sogar sein, dass ich dich damit wiederbeleben kann. Das würde uns töten. Glaube ich. Soll ich es einfach probieren? Ja. Lebe! Willst du den Teleporter oder willst du drei Spirit Hearts machen? Aus deinem einen roten. Okay. Dann sammelst du ab jetzt die Gabi-Items. Ja. Was ist eigentlich mit meinem Tammy passiert? Weg da! Peep down und Friends till the end. Ja, du musst wieder mitspielen, ne? Ja, jetzt musst du wieder mitspielen. Umsetzen habe ich aber nicht. Oh, das ist unbequem. Leben ist unbequem. Nimm die Windel. Okay. Das ist auf jeden Fall eine volle Windel. Aua. Mir wurde ein Rücken geschossen. Nimmst du die Bomben? Dann muss ich mich nicht geistifizieren. Die Bombe. Ja, jetzt kommt er! Willst du das Buch oder soll ich? Weil Tammys Dings brauchst du, Gabis Dings brauchst du nicht mehr. Benutz es. Benutz es nochmal! Okay, Purity gibt dir ein Spirit Heart und hebt mich hier auf. Ja. Warte, wir können noch in den Shop gehen. Wir müssen töten. Nein, wir müssen einkaufen. Alles töten. Wir müssen einkaufen und wir müssen vor allen Dingen hier in die Kiste haben. Töten. Ich kaufe mal nur für den Fall der Fälle für den Geist. Eins, komm, die Karten nehmen wir auch noch mit dem Moon. Bringt uns in den Geheimraum, ohne eine Bombe zu verbrauchen. Ja, warte, mir ist es eigentlich auch nicht schlecht. Noch nicht einsetzen. Wie soll ich jetzt mitnehmen? Behalt oder du setzt Daggers ein. Das also, ist das Gedos in der Jar? Nein, das ist einfach nur eine Jar. Kannst du fliegen mitfangen. So. Benutzt doch Purity. Was denn? Wo denn? Rechts. Hier. Daggers. So, und jetzt kannst du die Dings mitnehmen. Ich denke, so was Purity? Achso, Moment. Au, stimmt, das waren diese Viecher, die so super schnell werden. Vollnatt. Ich sterbe nicht. Das will ich hoffen. Wir brauchen dich noch. So. So. Würdest du bitte aufhören? Töten! Wir brauchen die Sachen aus dem Geheimraum. Benutz mal dein Buch, bitte. Oh, ist eine Bombe gedruckt. Da ist er und es ist ein Champion. Okay. Jetzt.
Okay, ich weiß nicht, wo hier das Sprengding ist, wenn man das hier. So. Naja, er hat immerhin 2 Cent für uns. Ich ärgere dich. Ja, und das kostet die Zuschauer nur Zeit. Und für dich mehr Werbung. Du weißt, was steht. Ja, aber... Du rennst schon wieder ohne mich los und ich sterbe hier oben. Ich sterbe auch. So selbe ich. Doch. Du hast 2 mehr Herzen als ich. Meins? Oh. Dann halt. Obwohl, nee, doch, es ist besser, wenn du es nimmst. Nimm es doppelt schon. Ey, lass mich doppelt. Bei dir bringt die Satanistenbibel mehr, weil es bei mir ja bloß den Geist auflädt. Jo. Ich bin halt nur Geist. Ja, aber ich. Ich bin nicht auf den Geist ausgelegt. So, was haben wir hier? Das ist gut für mich. Dann muss ich aber jetzt als Geist spielen. Das darf ich nicht verlieren. Lass mir bitte das Spirit Heart. Ich nehme auch die Kacke kaputt machen. Können wir auch. Oh so! Der Mond. Ja, Mond brauchen wir nicht unbedingt. Wenn man Temis ist, damit kannst du mir das Leben retten. Warum? Weil das deine roten Herzen auf 1 minimiert. Hast du keine, also kannst dich. Kann es dir egal sein. Dafür droppt es aber rote Herzen. Zwischen 1 und 5, glaube ich. Jetzt müssten wir wissen, wie wir die Map aufmachen. Ich glaube hier. Ja, einfach nach oben durch. Bleib schon mal direkt als Geist. Vorsicht, die Kleinen können Brimstone. Bleib mal bei mir in der Nähe. Noch Brimstone. Ja, du kannst auch Brimstone. Die Kleinen nehmen keinen Schaden. Dann hab ich das verloren. Okay, gut gemacht. Nimm es. Und der Angel Deal hat hoffentlich. Oder willst du? Nimm du ruhig. Das ist, glaube ich, Angelic Prism. Ja. Das ist für dich ein bisschen cooler als für mich. Eine Sekunde. Oder wolltest du noch springen? Nee. Bist du nicht so Satan? Ich bin schon froh, wenn wir durchkommen. So. Da möchtest du deine Stars gerade mal benutzen? Achso, ich hab die Stars, verdammt. Sag mir später. Jetzt könnte ich die roten Herzen gebrauchen, die waren aber nicht hier drin. Nehme ich hier eins mit. Okay. Ja, dann. Lass es uns benutzen. Wir holen uns eine Spider-Mod. Das hier nehmen wir auch mit. Brauchen wir Batterie-Baby? Ja komm, das nehmen wir auch noch mit. Komm, du hast die ganzen Babys. Ich hab gar nichts. Ich hab nur mein Prisma. Du brauchst die ja auch nicht zwangsweise. Warum? Ich meine, sowas wie das Batteriebaby, das fliegt einem ja eh bloß hinterher und droppt Batterien, also. Ich brauch Freunde haben. Alle trauen und einen Toten, aber der Dämon. So.
Niemand weiß, wo wir jetzt gerade gegangen sind. Machen wir es noch verwirrender. Wir sind im Geheimraum gelandet. Welchen? Normaler. Was? Ich bin tot. Ja, das bist du. Weil ich bin. Stirb einfach! Willst du noch was kaufen? Wenn ich den Shop jemals wiederfinde? Ja, ein Tinte. Ich steh drauf. Du stehst auf Tinte. Ja. Okay, das war das eine Bonehard mal wieder. Nützt mir nichts. Wir müssen hier dringend einen Sacrifice Room finden. Hm? Ja. Ja, Leute, Multiplayer ist nochmal eine ganz andere Sache. Es macht vieles einfacher, weil man halt zu zweit ist. Aber es macht extrem vieles auch kompliziert. Wenn man sich Sachen wie Herzen oder so teilen muss. Du musst auch keine Herzen teilen. Ja doch, wir müssen aufteilen, wer die Spacebar Items nimmt. Ja. Wer welche Herzen einsammeln darf. Ja. Wer welche Items kriegt. Ja, okay. Wichtige Updates aus. Stehen aus. Später erinnern. Schön, während der Aufnahme. Danke, Windows. Updates! Bitte installieren Sie Ihre Updates jetzt auf der Stelle. Morgen, nicht übermorgen, nicht nachher. Jetzt. Keine Zeit. Knochen gegen Knochen. Die auch. Ich muss echt öfter als Geist kämpfen, aber der Geist ist halt überhaupt nicht aufgepowert. Wir haben aber auch keine so tollen Items jetzt bekommen. Also außer der Satanistenbibel natürlich. Aber irgendwie mal so ein Damage-Up oder so hatten wir überhaupt nicht. Der Highwolf-Band, ja, immerhin der. So, jetzt bin ich auch als Geist auf maximalem Leben und als Körper auf minimalem Leben. Läuft gut. Na, was sagt er? Er kann nicht von der Frage ganz warum, wie ist auf das Museum. Geht doch überhaupt nicht auf ins Museum, wir waren bloß bisher noch nicht da. Ich nehme deine Satanistenbibel mit, bis wir es schaffen, dich wieder zu beleben. Und wenn nicht, dann trage ich sie halt für immer mit mir rum. Muss ich halt für immer als Geist kämpfen. Ein Geist bekämpft mit. Ah, ich habe den Startraum gefunden. Und hier waren wir auch irgendwann mal. Da habe ich uns teleportiert, weißt du noch? Du bist vorher gestorben. Nee, du bist danach gestorben. Nachdem ich uns teleportiert habe. Wir können gern tauschen, dann spielst du hier den Knochenheinzel und ich mache es der Seele. Oh Gott. Oh, Pokémon, let's go, ist raus. Also nicht raus, sondern. Trailer ist draußen, ja. Let's go Pikachu und let's go Evoli. Welche Edition holt ihr euch? Holt ihr euch überhaupt eine? Oder sagt ihr, Pokémon ist gar nichts für euch? Oder habt ihr einen Switch oder habt ihr keinen und holt's trotzdem? Berechtigte Frage. Also ich habe eine Switch und ich werde mir Evoli holen. Weil Pikachu ist zu Mainstream. Richtig. Oh. Ich versuch's. Wäre eigentlich was für dich, aber
Wer weiß, wann wir dich wiederbeleben können. So, beim True Multiplayer ist nämlich das Problem, immer nur der, der es als erstes aufsammelt, kriegt eine Transformation. Das heißt, bei mir zählt Gabis Paw überhaupt nicht, wenn sie sie schon zuerst aufgesammelt hat. Ja. Und wir machen so wenig Schaden als Geist. Können wir nicht vom Teufel irgendwie mal ein Brimstone angeboten kriegen? Das wäre super. Jetzt mit dem Brimstone hier durchrennen. Das wäre fast, als würdest du noch leben. Oder als würde ich noch leben. Aber nicht wahr. Kriegt Schaden von ihm. Einfachster Gegner in Isaac. Wolf nimmt Schaden. Aber gut, ich bin auch angeleint. Das muss man mir zugute halten. Ich kämpfe hier, während ich an der Leine hänge. Au. Okay, hättest du sie gesammelt, wärst du jetzt wieder am Leben. Oha. Warum hast du so viele Herzen? Ich hab das da. Okay. Ich heb's mal auf, falls ich auf der Ebene noch schaffe, dich wieder zu bewegen. Sollte mir das nämlich gelingen, dann kriegst du die 9 Lives von mir. Und dann hast du 9 Leben auf Vorrat. Juhu. Der Geist ist schneller, deswegen bin ich da als Geist. So, Geist bleiben. Spinne übersehen. Manchmal so Gegner, die stehen mitten im Raum rum und man blendet die einfach irgendwie aus. Ja, nur weil ich gerade so ein paar Herzen habe als Geist, muss ich die nicht gleich verballern. So. Aber wir haben ja Boso freigeschaltet. Also der Run heute war nicht umsonst, egal wie weit wir kommen. Wir haben was erreicht. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Das war die falsche Taste. Aber zum Glück helfen uns die Stacheln hier. Hä? Bist du schon wieder hier? Orientierung nicht so gut. Nee, ohne Map bin ich verloren. Also ohne Map bin ich richtig verloren. Da könnt ihr überhaupt nicht mehr auf mich zählen. 1, 2, 3, genau. 4, oh nein. Ja, Cecil hängt hier tot in der Ecke. Und fliegt, weil ich mehr verloren werde. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir offenbar schon mal. Warum waren wir hier schon mal? Im Raum eben waren wir nicht. War das wegen Teleport oder? Wo genau ist jetzt der Bossraum? Bei der Item Room, ne? Irgendwo. Hey, hier sind wir wieder im Startraum. Ah! Halt dich einfach die ganze Zeit rechts. Oder links. Okay. Wir versuchen mal ganz links. Bravo! Warum haben wir ja eigentlich Maus im Bild? Naja, wir haben wieder Geld. Gehen wir einfach nochmal einkaufen. Ne, das King Baby finde ich doof und Doppelbomben brauchen wir eigentlich auch nicht. Sale!
Aber ich kann es derzeit nicht tragen, das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, ob wir ein Sacrifice Room für dich finden. Nehmen wir Battery, dann können wir gleich noch Zeug store. Haben wir noch Essen? Hm? Haben wir noch Essen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hunger. Ich habe auch Hunger, im Notfall machen wir uns Chili. Das ist auf jeden Fall noch da. Aber wie alt ist das von? Nein, das... 2004! Da gab's da überhaupt noch kein Chili. Nee, das ist recht neu. Das hab ich erst gekauft. Ich glaube, immer bei den letzten zwei Besuchen stammt das auch von da. Das habe ich zwischenzeitlich gegessen und neu gekocht. Das hätte ich in deiner Position jetzt auch gesagt. Du lebst übrigens wieder. Boah! Jetzt wollen wir wieder zucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir dir einen Live holen. Wo auch immer es war. Hier. Ich lebe! Und du hast 9 Leben und ich hätte das Collar nicht aufsammeln dürfen. Achso, willst du dein Buch auch wieder haben? Wo habe ich mein Item gelassen? Wo bist du gestorben? Hier nicht. Aber da müssen wir hin, da oben ist... Ich sehe nicht deine Hand! Soll ich dir das Bild ein bisschen drehen? Nein, deine Hand war gerade vom Bildschirm, als du mir gezeigt hast. Als du die Luft gepiekt hast. Du bist im Geheimraum gestorben, genau. Das heißt, hier habe ich mein Item gelassen. Und du nimmst das mit. Dankeschön. Was mir dazu? Die hast du. Benutz einfach die Bibel. Das? Nein, guck doch. Das, ja. Nein, die ist bei dir angezeigt. Das hier nicht, guck doch. Hä? Warum wird die hier drin angezeigt, aber hier draußen nicht? Sei mir dumm. Nee, die ist Foreground. Ich komm leider nicht so weit. Wie so ein Krokodil. Ja. Falscher Raum. Ach, du warst im Bossraum noch nicht? Nee, im Bossraum war ich noch nicht. Ja, auch plötzlich. Warte. Ich weiß gar nicht, ob wir die uns überhaupt holen sollten. Nö. Ja. Junge. Los! Verlass mich auf dich! Verlass mich mal. Bitte dich nicht umbringen! So verlockend das auch ist, nicht machen! Ah, wo ist die Gefahr? Ah. Was? Du bist tot und deswegen wurden wir rausteleportiert. Bitte versuchen nicht zu sterben. Nicht so leicht, ich bin noch nicht so, wenn ich... Ja, ich bin töten. Ich war auf einem Stein. Weiter versuchen, bis deine 9 Leben weg sind oder ich tot bin. Oder beides. Einfach auf die Fettpolster von Mom zielen. Hier ist Pussy. Aua! Mams Fuß kann ich trotzdem erwischen, also Vorsicht. Du musst auf alles achten hier. Jo, ich glaube, wir sprengen dir hier kurz mal ein paar Herzen raus. Vielleicht auch nicht, weil keine drinnen sind. Gut, du musst mit dem leben, was du hast. Nein, du bist ah, Mom! Du bist ins Fettpolster reingelaufen. Ich will nicht mehr. Wir müssen. Nein. Das war die falsche Taste. Geh rein. Komm nicht rein. Geh da. Hörst du wohl auf? Was willst du denn sonst machen? Das ist ein schöner Part. Aber eine halbe Stunde. Das war jetzt ich. Kann ich nicht einfach so sterben? Nein.
Ist ja nicht so, dass wir immer wieder ein bisschen Leben abziehen. Wir müssen das immer von neu machen, ey. Und so noch die Spawner blau machen. Ich mag die blaue Mom nicht. Hat sich zugesoffen. Wenn dein Brimstone nur etwas stärker wäre. Ja, wir haben halt keine Damage-Ups gefunden. Da kam die Hand in mir. Nicht in dir, sondern in dich. Jetzt erstmal beschwerst du dich über mein Boot. Ja. Ich bin von dieser Spinne weggerannt. Nur ein Leben, dann bin ich tot, dann kannst du oben liegen. Meistens habe ich bessere Chancen. Echt da reinrennen. Nimm das Geld. Und die Bombe. Klick jetzt Bomben, ist mega aus. Geht ein bisschen zu viel ab. Für mich. Du kannst mir nicht helfen. Körperform. Verschwinde. Okay. Nicht du. Alles hier, aber nicht du. Du kommst ja nicht mehr raus. Wollen wir wetten? Wenn ich hier nicht rauskomme, du auch nicht. Weiß ich nicht. Bin gerade so ein bisschen unter Druck. So mit fast tot und so. Die Spinne hat's gestoppt. Du musst einfach alles kurz und klein. Mir bleibt nicht viel anderes übrig. Das ist immer so geil. Das sind stellenweise einfach Panikreaktionen. Komm schon! Ja! Gehen wir in den Himmel? Wir gehen in den Himmel. Wenn wir so weit kommen, gehen wir in den Himmel. Oh Gott. Kennt noch jemand die Serie? Alle Hunde kommen in den Himmel. Ich hab schon mal davon gehört. Wir haben keine Bomben mehr. Ich kann nicht weiter auf Instagram gucken. Du kannst gucken, wo du willst. Ich werde wahrscheinlich nicht mal diesen Raum überlegen. Ja. Du kannst mir befehlen, so viel du willst. Das heißt nicht, dass es dadurch klappt. Also wie auch Kitzeln so viel du willst, das heißt nicht, dass ich den Raum überlebe, im Gegenteil. Aha. Ja, ich habe überlebt. Ich glaube, du musst dich auf das kitzeln. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich hau euch alle kurz und klein. Ihr guckt die Tür an. Was für eine schöne Tür. So ein Etikett bei mir zu Hause. So fleischig. Njam, njam, njam. Lecker Tür. Die ist von geschlossenen Türen. Weißt du noch? Ja. Ja. Das weiß ich noch. Das werde ich auch so schnell nicht vergessen, wie ich vor geschlossenen Türen stand. Ah, oh, also die rausgebrochen hat. Nein. Ja. Amnesia, danke. In dem XL-Floor. Ich finde hier nie raus. Wo ist unsere Blue Map hin? Ja, ich habe sie vergessen. Was? Ich habe alles vergessen. Ich hab eine Amnesia-Pille genommen. Oh Gott. Ich habe Amnesie. Ja. Wo sind meine Schlüssel? Das werde ich auch nie vergessen. Ist ja im Prinzip dieselbe Story. Ja.
Da will ich nicht durch. Da können wir so ein kleines Ding machen. Ja. Und dann hau ich den in den Hintern. In den Hintern von. Rein! Das ist nicht drin. Das kannst du ruhig. So schlimm ist es auch nicht. Ich weiß nicht, siehst du, was hier passiert? Sehe, ich hab viel zu viele Kappe. Oder? Das ist normal. Da, da. Das ist meine Stolle. Heißt nicht Stolle? Das ist die letzte Entwicklung, ja. Stolunio. Stolunio. Ich denke, perfekt. Ich denke, lass dich zocken. Ja, mach nur. Ich sterb derweil. Okay. Wir haben so viel Geld. Aber kein Leben mehr, um es auszugeben. Der Stein guckt sehr grimmig. Er hat mich! Er saugt mich! Hilfe! Er hat aufgehört. Ich drücke in die andere Richtung. Ich mach diese Kiste mit dem Ansaugen da nicht auf ohne Geist. Ich hab nur gegähnt. Mit Zell aus dem Bord. Ich sollte einen Raum noch clearen, aber wir brauchen das Leben. Es bringt uns bloß nicht so viel. Weil es ein XXL-Floor oder XL-Floor oder was auch immer für ein Floor. Es ist ja ein Flur. Oh, wir haben HP ab. Wenn wir nochmal Schaden nehmen, ist es weg, aber. Sterb nicht. Ich kitzel dich. Boah. Nein, du schmeißt mich gerade im Moment. Ah, jetzt ist er dabei. Okay, der taktische Wechsel zwischen Geist und Knochenmann ist sehr, sehr wichtig. Ja. Guck mal, die sind so süß aus. Aber sie sind tödlich. Sie gucken nur. Sie wissen nie, was sie tun. Die wissen genau, was sie tun. Die tun nur so nett. Ja, geholt. Sterb mal nicht. Was heißt mal? Das ist genau so, nein. Bisher bin ich noch nicht gestorben. Wie gesagt, bisher. Das kann sich jede Minute ändern. Ich weiß nicht, ich würde warten, bis du perfekt ist. Ich kann fast perfekt ist, aber ich würde warten. Ist das besser eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich mach. Soll ich? Ich mach. Soll ich? Ja, guck mal, das ist doch mal gut. Ja, ich mach. Das geht's. Ja. So, wir haben ja immer noch. Ups, jetzt haben wir den Bonus nicht mehr. Hab ich gerade schön verballert, aber dafür haben wir ein paar Herzen gekriegt. Okay. Und von mir aus dürfte ruhig mal wieder ein rotes Herz spawnen, dass wir mal wieder als Knochenmann kämpfen können. Und es könnte auch ein Sacrifice Room kommen, dass wir vielleicht mal wieder den Zwei-Spieler-Modus sehen. Ja, ich schreie die Zuschauer an. Da gibt's kein Sacrifice Room mehr. Doch, der kann noch kommen. Okay. Ja. Es ist noch alles offen. Das müssen wir gelber retten. Oh, ist hier ein Gelb! Nein, Team Blau! Da ist ein Alola-Kugel drin.
Mal sehen, wie viel Geld, wie viel Ding es hat. Das ist die ultimative Tarnung. Daran muss Niantic noch arbeiten. Ah, jetzt ist es sehen. Ah. Wenn man drauf geht. Was soll das? Man kann die roten Herzen nicht nehmen, wenn man in der Dingsform ist. In der Geistform. Fummel dran rum. Ich versuche sie irgendwie durchzubacken, aber es funktioniert nicht. Oh. Das ist aber mal doof. Ein halbes wird mir reichen. Muschas gracias. Er ist einfach ein Muschas. Was Muschas. So. Ja, und wir kümmern uns derweil weiter, dass wir hier irgendwie mal durchkommen. Ich habe aber leider keinen Plan, ich habe keine Map, ich habe gar nichts. Ich habe kein Leben, ich habe keinen Rücken mehr. Ja, das war aber ein TCG, das verstehen vielleicht nicht alle Zuschauer. So. Gibt es irgendwelche Zuschauer, die das hier gucken, aber TCG nicht gesehen haben? Ich? Du warst dabei, du musst TCG nicht schauen. Ich hab's aber nicht gesehen. Ich hatte die Augen zu. Wir verlieren hier einfach ein bisschen Leben. Ist okay. Ich hab ein Knochenherz verballert. War das nicht als Evoli perfekt? Weiß ich nicht. Dürfte eigentlich nicht. Wenn sich's entwickelt, ist es. War vielleicht nur fast perfekt. Das war perfekt? Nee, kann nicht sein. Warum kann nicht? Die Werte verändern sich aber nicht. Jetzt verwirren wir uns total. Genau. Da bin ich. Amnesia, weil wir noch nicht genug nichts sehen. Ah, falsche Taste. So, und jetzt porten wir uns wieder in den Startraum und haben keine Ahnung mehr, wo wir sind. So wie es sein muss. Wir laufen jetzt einfach hier immer rechts oben. Irgendwann werden wir schon irgendwo hinkommen. Konfuzius sagt, wenn du dich im Wumpf verirrst, hast du Pech gehabt. Dann los, Flemli, aber kein Feuerriegel? Ja. Ich habe auch einen Flemli, aber kein Feuerriegel. Nein, Feuerriegel. Ein Feuerriegel. Demnächst im Kühlregal. Mit nur ein kleines bisschen Fruchtzeug drin. Ja. Ganz viel Piranhas. Nein, da muss viel Fruchtzeug drin sein, weil ist ja... Wieso Weimars? Weil man soll sich ja freuen, ist ja ein Freuriegel. Nee. Wie nee? Nee. Das nicht. Falsch geschrieben. So, jetzt ist das rote Herz wieder weg und wir sind wieder auf Null. Ich sortiere so lange mein Pokémon pro Zeug. Ja, mach nur. Wir kommen hier schon irgendwie fast gar nicht klar. Sag mir, wenn ich wieder sterbe. Ich sag dir, wenn du irgendwann wieder da bist, um zu sterben. Okay. Oder ich sag dir, wenn der Part vorbei ist. Eine Stunde und nichts erreicht. Es ist halt wirklich so. Ich sag's übertreibst. Aber nicht. Deswegen sollst du ja nicht immer rein und raus aus Räumen gehen. Das der Part ist auch so schon lang genug, weil wir nichts hinkriegen. Ich glaube, das kann bald spielen. Mit Facecam. Weil ich erstens keine Facecam mache, zweitens selten live streame. Und wir auch verbreiten. Ja, das kommt noch hinzu. So, komm, stirb doch einfach.
Nicht ich, nicht ich! Ja! Wer? Der Gegner. Der soll sterben, nicht wir. Ich bin in Kacke gerannt. Aber ich wurde wiederbelebt. Nicht sterben, nicht sterben! So, man denkt so, er stirbt in diesem epischen Kampf. Nee, man rennt in Kacke und rutscht aus. Nein, ich bin zwar in Kacke gerannt, aber Gabis Halsband hat mich wiederbelebt. Oh, jetzt lass ich doch mal einfach als Geist. Nein, jetzt hole ich uns hier erst nochmal ein Herz. Du bist in Kacke gerannt. Gabis Head, ich bin Gabi. Jetzt kann ich auch als Knochenmann fliegen. Oh. Ah. Das sieht süß aus. Das Knochen sieht cool aus. Ja, Knochenmann sieht. Das war knapp. Das war sehr knapp. Mal versuchen. Auch hätte ich mein Herz dreimal das Kampf verbessert. Ich will das nicht mehr. Ein gutes Spiel. Ich brauch 400, ich habe erst 18. Benutz Bonbons und hoff aufs Beste. Ich benutze ganz viel Ananas. Aber wir sind Gappi. Gappi bringt uns einen riesen Vorteil. Der Hermit bringt uns in den Shop. Bringt uns nichts. Ja, wir brauchen noch ein paar Herzen. Wenn wir noch ein paar Herzen kriegen, dann haben wir hier tatsächlich mal eine Chance. Zum ersten Mal seit langem haben wir hier eine Chance auf eine Chance. Ich frage mich, ob es wirklich noch Leute gibt, die jetzt noch zu gucken. Bestimmt. Leute, wer guckt zu? Mag in die Kommentare schreiben einfach. Schreibt Pups in die Kommentare. Nein, schreibt einfach, ich habe bis zum Ende geguckt. Ich habe Pups gemacht. Warum? Ja, bestimmt schon mal gemacht. So infantil sind wir hier nicht. Oh. Nein. Mit mir schon. Das ist eine Batterie. Ist mir egal, ob sie verschwendet ist, wir benutzen sie. Manche nicht ins Haus Silber an Weimar. Oder in Valor. Gar nicht. Was? Das hab ich dir schon mal erklärt. Nein! Doch, hab ich. Ich hör dir nicht zu. Dann solltest du mal damit anfangen. Oh Mann. Jetzt will ich nicht mehr runterspielen. Das Spiel geht trotzdem weiter. Ich müsste den Pokéwalker rauskramen und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Meine Hoffnung und Träume zerstört. Ich wollte so einen ganzen Bildschirm mit dem Valot voll haben. Ja, gibt's halt nicht. Wo zum Henker muss ich lang? In die Stacheln. Leute, ihr wisst bestimmt, wo sich die Bosse befinden, ne? Ihr habt aufgepasst. Oh, hier war ich noch nicht. Ich kann ruhig Herzen sein. Ja, bitte! Gib mir ein Leben! Gib mir ein rotes Herz! Gib mir ein Leben. Was kannst du? Little Chest. Ja, das hätte besser laufen können. Gucken wir mal, vielleicht auch nicht. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? Die Bosse, da sind sie. Und ein rotes Herz noch. So, jetzt geht's ab. Ausgerechnet die beiden. Das hätte ich nicht tun sollen, da hätte ich noch einen Moment warten müssen.
Aber die ersten haben wir besiegt und wir kriegen HP ab. Verdammt. Jetzt gegen It Lives. It Lives im Nahkampf. Nee. It Lives im Nahkampf ist Selbstmord, das machen wir nicht. Die Viecher bringt selber um, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir verstecken uns ganz feige hinter unserem eigenen Körper. Und lassen die Fliegen alles machen. Hey, hey, Isaac ist nicht da, der hat gerade Urlaub. Hier ist der Vergessene, weil er sich hinter seinem eigenen Körper versteckt. Deswegen hat ihn jeder vergessen. So traurig es auch ist, es hat funktioniert. Kein Sacrifice Room gefunden. Moment, da oben ist doch noch einer rechts. Da gehen wir jetzt auch noch. Vielleicht finden wir dort keinen Sacrifice Room. Vielleicht finden wir oben noch einen. Im Himmel. Kann es theoretisch geben. Praktisch muss nicht, aber kann. Vielleicht Health Up oder so. 48 Hour Energy ist auch super. So, dann machen wir uns jetzt ganz viele Herzen. So. Und eine Hämatemesis Pille. Das ist gut. Das war der falsche Knopf. Das war ganz falsch. Geld, danke, nicht mal Luck ab. Wer braucht schon Glück? Wenn der Gappi ist. Ja, jetzt haben wir Glück. Darf ich die 48-Hour-Energy-Pille nochmal haben? Muss das jetzt sein? Engelkampf jetzt? Muss doch nicht unbedingt. Er gibt uns nicht mal was Schönes. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Dieser Engel hat uns nichts gegeben, der hat uns einfach nur verprügelt. Er hat gesagt, ja, ich gehe heute mal dahin, stelle mich in die Besenkammer und wenn mich einer stört, verprügel ich. Weil, weiß ich nicht, aber ich kann. Ich bin ein Engel, ich darf das. Das ist der Anfang von einem sehr schlechten Witz. Was macht der Engel in der Besenkammer? Die Pointe weiß ich noch nicht. Aber ich fürchte, sie ist unser Tod. Prügel dich mit der Lost Fly. Oder mit unseren ganzen anderen Fliegen. Wir haben ja genug. Ne, nicht Lost Fly, Obsessed Fan. Die fliegt uns ja immer nach und macht ihn dann fertig. Okay, was haben wir hier? Wir haben nicht Full Health. Auch schön. Brauchen wir nicht unbedingt, aber schön. Nö, nö, wir gehen schön außen rum. So, und du gibst uns jetzt bitte nochmal ein Health ab. Bitte, wir brauchen es dringend. Komm, Health ab, Health ab. Breakfast Health Up, sehr schön.
direkt das Leben wieder verlieren. Aber wir haben hier noch eins. Das war die falsche Taste. Weil mir das immer passiert. Double Charge. Ich glaube es nicht. Oh, jetzt bringst du dich um. Die Zeit ist gekommen. Du kehrst zurück ins Leben. Jetzt kommt drüber. Moment. Achso, ist das stimmt. Spacebar-Item kann man ja gar nicht droppen. Wäre dir sehr verbunden. Oh, ich sollte einfach tot bleiben. Das wäre das Beste für alle. Ich glaube nein. Oh Gott. Weil du nicht genug Geld hast. Ja. Weil du nur ein rotes Herz hast. Und? Ich kann selbst das abgezogen. Nicht auf der Ebene. Ja, stimmt, böse. Ich muss mit Lost noch ein bisschen kämpfen. Okay, da ist ein Herz. Versuch einfach ab jetzt keinen Schaden mehr zu nehmen. So, und du sammelst das jetzt auf. Ich hab's geschafft, darf ich jetzt wieder? Nein. Darf ich endlich aufmachen? Nein, das ist nichts Falsches. Nicht sterben, nicht sterben! Ich sterbe nicht! Ich sterbe nie. Ich sterbe nie. Das war eine Lüge. Das war eine dreiste Lüge. Fuck, der war eigentlich für dich. Ja. Du bist jetzt an meinem Tod. Totschuld. Wolfe, nein, da war's nicht. Warum bin ich jetzt tot? Weil du mitten in so eine Tiers gelaufen bist. Ich bin mitten auf ihn gelaufen. Sag mir so. Ich stolper jetzt mal über Isaac drüber. Egal, den kriegen wir und dann beleben wir dich wieder. Doch. Weil wir es können. Dann war das eh nichts mehr. Ja. Doch, danach kommt noch die Chest. Ich hoffe bloß, ich hab da noch Leben, um dich wieder zu beleben. Ja. Was? Ja, wir sind Gappi, wir sind fast tot. Ich hab Angst, was passiert, wenn ich jetzt Hämatemesis mache, aber ich mach. Okay, es hat uns trotzdem das Bone Heart gekostet, weil wir leider nicht rechtzeitig waren. Stirb doch einfach, Isaac! Ich wünschte, er würde es uns wirklich so einfach machen. Ich hab's. Das gemacht, was, ne? Sehr. Weiß nicht, warum machst du Screenshots? Aus Spaß und Freude in meinem Leben. Wir sind hier gerade im Todeskampf. Du bist schon tot. Ja, und ich bin im Himmel, was will ich mehr? Ja, ich muss ein Screenshot hin. Du bist ja schlimmer als so ein Goku mit dem wiederbelebt werden. Du hast die Dragon Balls da vorne. Ja. Tu mir einen Gefallen, falls ich jemals sterbe. Ruf mich nicht mit den Dragon Balls zurück, das ist keine gute Idee. Warum? Ich bin gerade komplett offen gestorben. Okay, jetzt ins Void.
Wir haben Isaac getötet. Nein, lass mich, du stirbst. Okay. Ah. Stirbst. Okay. Das Ende. Oh. Der Part ist viel zu lang. Purity. Verdammt, Evidence hätte ich mir aufheben sollen. Aber wir brauchen die Resistance noch. Okay, wir beleben dich wieder und du nimmst die Purity. Doch. Ich sterbe aber. Tust du nicht. Doch. Ich hätte vielleicht erst das machen sollen, egal. So, du lebst wieder. Und du holst dir jetzt die Purity und alles wird gut. Und die setzt du sofort ein, ja? Oh. So. Nein! Die Purity hier. Nicht Passage. Auch nicht Everdine. Obwohl. Verdammt, wir haben keine Purity hier dabei. Dann nimm das Verdoppeln. Jera, nimm Jera mit. So, wenn wir jetzt noch ein Spirit Heart finden, verdoppeln wir es einfach. Nimm das da oben. Oh, damit hätte ich mich heilen können, ne? Bist du? Bist du? Ja, egal, wir gucken mal, was wir hier suchen. Ja, ich bin überzeugt, ey. Forever alone, attack fly. Dann nehme ich das hier, Limpis, kriegst Mongo Baby und ich krieg noch Infamy. Was sind das für Items? Ey, das ist ein hier mal was essen. So funktioniert das Play nicht. Es geht um Essen, das ist wichtig. Was ist denn. Ach. Das ist noch eine Jera? Das ist meine Jera. Ne, du hast eine eigene. Du hast keine eigene. Ja, warum bin ich nicht. So. Warum bin ich nicht. Das frage ich mich auf jeden Fall. Dieses Mal hatte ich keine Vorfahrt. Nee. Ich lebe noch. Guck, ich spiele weiter. Tun wir einfach mal so, als wäre das wahr. So war ich schlecht, nicht? Das wird noch. Ja, wir haben es ja trotzdem recht weit geschafft. Zwar eigentlich nur, weil wir Guppy sind, aber wir tun mal so, als hätten wir das geschafft, weil wir gut sind. Das wäre doof. Ich sterbe jeden Tag. Ich bin gerade aufgestorben. Wir können was essen! Wir haben was freigeschaltet, das ist das Wichtigste. So Leute, ihr lasst uns in den Kommentaren einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf. Sag Tschüss. Tschüss, euer Wolf.